Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Sie hatten es längst vertrieben. Und Kuckuck, plötzlich ist das Abstiegsgespenst wieder da im Emsland. Sein Team, Christian Neidhardt, braucht nach nur einem Sieg in den letzten 7 Spielen dringend mal wieder ein Aha-Erlebnis gegen Zwickau. Die sind im Moment richtig gut drauf. Wir gehen rein ins Spiel. Da sind noch die ersten Sekunden dieser Partie recht jung. Und das ist Jannik Jeskaszewski. Markus Ballmert, 1:45 gespielt. Hellwach, der SV Meppen, 1:0 die Führung. Erstes Drittligator überhaupt von Markus Ballmert. Und nur eine kleine Randnotiz. Dieser Mann, der Sechser, ist nur 1,73 Meter groß. Aber hier ein Kopfballungeheuer. Zwickau hat Probleme, in diese Partie reinzukommen, fängt sich aber ziemlich schnell. Das ist nur 60 Sekunden später. Leon Lauberbach. Ein Missverständnis war das zwischen Puttkammer und Erik Domaschke. Zwickau kommt nach und nach besser rein, ackert sich rein. Julius Reinhardt und eine Riesenchance für Ronny König. Es ist alles in allem eine sehr, sehr hektische erste Halbzeit mit einer knappen 1:0 Pausenführung für den SV Meppen. Joe Enox von seiner Mannschaft kommt in der zweiten Halbzeit gerade zu Beginn. Deutlich mehr. Brian Gaul, gute Gelegenheit. Per Kopf direkt nach dem Wiederanpfiff. Meppen braucht mindestens 20 Minuten in dieser zweiten Halbzeit, um sich zu berappeln. Das ist Proschwitz auf Kleinsorge. Der hat den Kopf komplett oben und den Blick für den eingewechselten Dennis Undaf. 2:0 mit der ersten richtigen Gelegenheit. In der zweiten Halbzeit macht Meppen das 2:0. Kleinsorge, was für eine Übersicht. Der guckt überhaupt nicht auf den Ball. Der sieht nur Dennis Undaf. One Touch, rein mit dem Ding. Wir sind in der Nachspielzeit. Meppen, das 2:0. Sie müssen es eigentlich nur noch über die Ziellinie bringen, aber sie wollen mehr. Thilo Leugers, der Captain mit Anlauf und Brinkis. Super Reflex, das macht doch einfach Spaß. Meppen fährt einen Big Point ein im Abstiegskampf. Haben dann natürlich gleich mit dem frühen 1:0 Rückstand nicht gut ausgesehen. Ja, und wie Sie sagen, dann haben wir zwar einige Chancen, haben sie aber heute wirklich nicht nutzen können. Auch in der zweiten Halbzeit nochmal Lattenkopfball oder jetzt kurz vor Schluss abseits. Aber uns hat heute trotzdem insgesamt ein bisschen die Griffigkeit gefehlt, die uns die letzten Wochen ausgezeichnet hat. Vor dem Spiel wurde ich ein bisschen gepusht, wurde ein bisschen gestänkert, dass mal Zeit wird bei mir. Habe ich mir zu Herzen genommen, hat geklappt. Und dass es so ein wichtiges Tor war, freut mich natürlich doppelt. Meppen, Zwickau 2:0, das kann man auch mal mit einer Insta-Story festhalten. Ja, mathematisch kann man noch ein bisschen rechnen, aber für beide Teams sieht es verdammt gut aus in Sachen Klassenerhalt.